you wanna change that whole world, make it better just good for yourself. And if you come up now and wanna change me, I ain't no pawn in your game. Ja, also wie ihr seht, sind 30 verschiedene Fotografien, Bildbearbeitungen von mir zu sehen. Es sind hauptsächlich eigentlich im Hintergrund Porträtbilder, die so verzerrt und bearbeitet wurden, dass es eine Relation zwischen Identität und Gefühl geben soll. Was das für mich bedeutet, hat den Ursprung, dass ich versucht habe, Gefühle und das Wort Identität einfach erfassbar zu machen und auch einfach nur in Gedanken etwas bildlich auszudrücken, weil bei mir Autismus vermutet wird. Und ich seit 1,5 Monaten Autismustestungen durchmache und diese irgendwie künstlerisch bearbeiten und verarbeiten wollte, da ich einfach Gefühle nicht über normalen Menschen einordnen oder sortieren oder, ich sag jetzt mal, plump im Bauch wahrnehmen kann, sondern einfach, dass bei mir alles über gedanklicher Ebene funktioniert. Und so habe ich mir eine Geschichte eigentlich zu diesen 30 Bildern ausgedacht und alle zusammen ergänzen sich und ergeben eine ganz lange Geschichte. Angefangen mit dem Pharao, der da oben zu sehen ist. Also rechts oben das erste Bild. Das ist, der Pharao steht ja eigentlich für den Vater, für als Archetyp auch für Gott und für Reichtum und für Größe, Macht und dergleichen. Und ich habe mir sehr viele Gedanken darüber gemacht, was passiert eigentlich, wenn man so Archetypen wie den Pharao einfach mal geschlechtslos darstellt. Und dann geht es weiter eigentlich in die Mitte zur Königin. Das ist das dritte Bild von rechts. Und ich nenne dieses Bild die Königin, weil es für mich irrsinnig viel Kraft ausstrahlt. Erstens, es ist kein Mund erkennbar. Das ist eines der wenigen Bilder, wo man keinen Mund sieht. Das hat auch den Grund im Autismus, weil der Mund mit den vielen Zähnen eigentlich sehr viel Angst machen kann, autismuskranken Menschen. Und die Königin ist aber so stark, dass sie ohne zu sprechen dennoch alle Wege in sich hineinfließen lässt und alles erkennbar macht. Ja, also das war so ein kleiner Auszug von der ganzheitlichen Geschichte, die diese 30 Bilder betreffen. Und ja, ich wünsche euch allen viel, viel Spaß bei der Ausstellung. Danke, dass ihr da seid und auch mich unterstützt. Als Jungkünstlerin bedeutet mir das besonders viel. Und ja, ich wünsche euch einfach einen tollen Abend. Danke fürs Kommen. Don't bother me, I'll never be a part.